Metal-Leute, servus und herzlich willkommen. Was möchte ich heute von euch? Ich möchte euch heute was erzählen. Und zwar möchte ich heute die Geschichte vom Drachenlord erzählen. Ja, mein Name hat nämlich eine lange Tradition. Der Drachenlord ist seit mehr als... Eigentlich ist er seit Anbeginn der Zeit unterwegs. Den Drachenlord gibt es bereits seit mehr als, ja, eigentlich seit Anbeginn der Zeit eben. Und der Drachenlord ist eines Tages einfach erschienen. Niemand weiß warum, niemand weiß wieso. Die einzige Person, die weiß, wieso der Drachenlord und von wem der Drachenlord erschaffen wurde, ist der Drachenlord selbst. Der Drachenlord, also ich, werde euch heute diese Geschichte erzählen. Wie ist der Drachenlord entstanden? Was hat ihn erschaffen? Und noch viel wichtiger, was hat er in Zukunft vor? Der Drachenlord ist ein, wie gesagt, sehr altes Wesen. Und der Drachenlord ist erschaffen worden durch die Kraft der Musik. Nicht durch die Kraft des Metal, nicht durch die Kraft des irgendeiner anderen Genres. Einfach nur durch die Kraft der Musik. Die Musik ist etwas, das den Drachenlord immer fasziniert hat. Es war eine solche allgewaltige Kraft. Sie ist überall sichtbar, überall spürbar. Der Drachenlord hat sich's angewöhnt, mit seinem treuen Stab durch die Welt zu reisen. Und mit diesem treuen Stab hat er viele Gefahren überwunden und im Lauf von mehreren Jahrhunderten, ja gar Jahrtausenden, hat der Drachenlord es geschafft, ein Wissen an sich zu bringen, das nur wenige besitzen, bis gar niemand. Heute existieren nur noch ganz wenige ausgewählte Personen, die diese allgewaltige Kraft in sich tragen. Die Kraft der Drachen. Die Drachen sind heute leider nicht mehr unter uns. Es gab vor knapp 2500 Jahren einen Krieg, einen Kampf zwischen dem Drachenlord und einem anderen Wesen. Niemand weiß, ob es ein Mensch war oder irgendein anderes Wesen, ob es gar ein Drache war. Keiner weiß es mehr. Aber eins ist sicher. Diese Kraft, diese Stärke des Drachenlords und die des anderen Wesens hat die Kraft des Drachenlords in Anspruch genommen. Er musste die Welt und alles in ihr vernichten, damit die Welt gerettet werden konnte. Das Ganze ist jetzt mehr als 2500 Jahre her. Die Drachen und der Drachenlord waren damals das Einzige, was existierte, das Einzige, was überlebte. Und nach diesem Ganzen, nach dieser allgewaltigen Kraft, nach diesem allgewaltigen Kampf, beschlossen die Drachen, wegzugehen. Die Drachen ließen den Drachenlord alleine. Sie sagten, eines Tages würden sie wiederkommen. Eines Tages würden sie wieder da sein, um mit ihm zusammen und den Wesen, die dann existieren, denn sie wussten, es wird irgendwann wieder was existieren, außer dem Drachenlord. Dann würden sie zusammen mit dem Drachenlord und den Wesen die Welt beherrschen. Die Welt, wie wir sie kennen, ist also mehr oder weniger durch Zufall entstanden. Der Drachenlord hat eine Kraft entfesselt, die den ganzen Planeten fast vernichtet hätte. Auf jeden Fall sicher ist, dass die gesamte Welt vernichtet wurde. Nun ja, so oder so, eines ist sicher. Die Welt wird irgendwann einen weiteren solchen Kampf erleben müssen. Denn wenn wir eines wissen, ist es, dass die Menschen diesen Planeten lieber zerstören würden, als ihn mit anderen zu teilen, die ähnlich intelligent wären wie sie selbst. Menschen können sich ja nicht mal selbst kontrollieren. Ich meine, seht euch das an. Kriege auf der ganzen Welt.
Überall vereinzelte Kämpfe. Die Menschen sind sich uneins. Und das wird sie irgendwann vernichten. Der Drachenlord, also ich, versucht jetzt was dagegen zu unternehmen. Natürlich brauche ich eure Hilfe dafür. Der Drachenlord spricht gerne in der dritten Person von sich, wie man merkt. Das liegt daran, dass er fast 500 Jahre alleine war. Vor fast 500 Jahren. Gschmarre. Vor fast 2000 Jahren, 2013 Jahren, um genau zu sein, sind die Menschen entstanden und haben sich entwickelt. Der Drachenlord fand die Menschen von Anfang an sehr interessant. Wesen, die ähnlich waren wie er und doch so zerbrechlich. Nicht unsterblich, sondern kurzlebig, wie der Morgentau. Er hat sich durch seine Kraft und seine Magie in einen Menschen verwandelt, um unter ihnen zu leben. Unerkannt, die Menschen studierend. Und was er gesehen hat, macht ihn traurig. Zu wenig Liebe, zu wenig Verstand. Ein Mensch ist intelligent. Ein ganzer Haufen Menschen ist ein Haufen dummer, wilder Tiere. Nun ja, ich möchte zusammen mit euch heute dieses Ganze ändern. Auf der Reise durch das Land, das sich YouTube nennt, ist mir etwas aufgefallen. Es gibt einen Herrscher, einen ziemlich gewaltigen Herrscher. Dieser Herrscher nennt sich Lord Abaddon. Lord Abaddon ist ein anscheinend sehr beliebter und starker Herrscher auf seinem Gebiet. Eines, was mir nicht gefällt, ist, dass er versucht, ganz YouTube zu unterwerfen. Etwas, was mir gefällt, ist die Art, wie er es tut. Im Vergleich zu allen anderen Herrschern, die der Drachenlord je gesehen hat, und es waren alle bisherigen Herrscher, von Leuten und Herrschern, die noch gar keiner gekannt hat, bis zu dem Punkt, wo sie starben, wo sie untergingen, die Reiche zerfielen. All das machte den Drachenlord sehr traurig. Doch Lord Abaddon ist jemand, der versucht, die Welt durch Liebe zu einen, durch Freundschaft. Zumindest soweit der Drachenlord es erfahren hat. Ich werde mich niemals unterwerfen. Aber vielleicht kann man ein Bündnis schließen. Denn der Drachenlord herrscht über eine Kraft, über die nicht einmal Lord Abaddon herrscht. Wir werden sehen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war die Geschichte vom Drachenlord. Ich gebe zu, er ist ein bisschen. Ja, er ist ein bisschen von sich eingenommen. Und falls es jemand nicht bemerkt hat, ich habe anscheinend eine zweite Persönlichkeit. Ja, auf YouTube und vor allem für YouTube-Partner ist es ja nicht unbedingt was Ungewöhnliches, dass entweder die Möbel sprechen. Oder die Stimme aus dem Äther. Ja. Die Stimme aus dem Äther bei einem zu Hause wohnt. Oder eben auch eine gespaltene Persönlichkeit. Ich erinnere nur mal an Chan. Chan von AppleWo hatte auch so eine gespaltene Persönlichkeit, auch wenn die lange nicht mehr aktiv war. Wie auch immer. Der Drachenlord ist meine gespaltene Persönlichkeit, meine zweite Persönlichkeit. Und der Drachenlord ist, ja, eine sehr starke Persönlichkeit. Es ist sehr schwer, ihn in seinem eigenen Körper zu haben. Ja, ich überlege, wie ich den Satz beende. Die Kraft des Drachenlords ist etwas, das man einfach nur in sich spüren kann. Ich lege mal lieber seinen Stab beiseite, sonst kriege ich Ärger. Die Kraft des Drachenlords ist auf jeden Fall etwas, das sehr schwer in sich aufzustauen ist.
Der Drachenlord ist eben der Lord der Drachen. Und jeder, der sich mit Drachen auskennt oder jeder, der über Drachen sich schon mal informiert hat oder halt irgendwie über Drachen sich für Drachen sich interessiert, weiß, dass ein Drache intelligenter ist als ein Mensch, stärker als als das stärkste und größte Wesen der Welt und mit magischen Fähigkeiten ausgestattet ist, die selbst die Kräfte der Elfen verblassen lassen. Naja, der Drachenlord ist jetzt jemand, der diese ganze Kraft plus seine eigene Kraft besitzt. Das bedeutet, er ist teilweise sehr unausgeglichen. Das heißt, er ist eben stur wie ein Drache, wenn man so möchte. Er ist stärker als ein Drache. Muss er ja, weil ein Drache würde nur den folgen, der stärker ist als er selbst. Allerdings, und da hört mir bitte ganz genau zu, die Drachen hatten nie etwas gegen die Menschen. Die kannten die Menschen ja noch gar nicht. Ich meine, der Lord hat euch ja erzählt, die Drachen sind gegangen, bevor die Menschen existiert haben. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie kann es dann sein, dass die Menschen von Drachen wissen? Wie kann es sein, dass Drachen überall in der Kultur auferstehen, auftauchen? Nun, es ist eigentlich ganz einfach. Der Drachenlord hat sein ganzes Leben, was heißt sein ganzes Leben, seine ganze Existenz lang, er hat ja kein eigenes Leben mehr, er ist ja unsterblich. Er hat seine ganze Existenz lang, ist er durch die Welt gereist, durch das ganze Sein, den ganzen Planeten umkreist hat er. Und auf die Art und Weise hat er halt die Legende der Drachen erhalten. Er hat hier mal einen Zauber gewirkt, da mal eine Stärke ausprobiert. Und auf die Art und Weise hat er halt für die Existenz, also für den Glauben an die Existenz der Drachen gedacht. Und ja, ihr habt gehört, irgendwann werden die Drachen wieder kommen. Ich persönlich freue mich schon drauf. Ich hoffe sehr stark, dass die irgendwann wieder kommen wird. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch einfach mal gefallen. Und wenn der Drachenlord wieder zu mir spricht, beziehungsweise wieder zu euch sprechen möchte, dann werde ich euch auf jeden Fall Bescheid geben. Ich werde ein Video machen und dann werden wir zusammen über den Drachenlord sprechen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Metal und bleibt so, wie ihr seid, dann passt die Scheiße. Euer Drachenlord 1510. Tschüss.